Hallo zusammen, ja, ich würde sagen, es ist wieder mal Zeit für eine Rasur und Rasur bedeutet auch immer ein bisschen Gadgets für Männer. Manche haben so einen elektrischen Rasierer, ich selber rasiere gerne nass, aber ein bisschen Gadgets macht trotzdem Spaß. Im Moment habe ich ziemlich was Langweiliges. Ja, Gillette finde ich toll, Mach 3 nutze ich im Moment, 3 Klingen sind das. Ja, es ist ein Standardmodell, ein altes Modell. Aber jetzt gibt es was ganz Neues, steht im Moment überall in den Verkaufsläden. Grüne Verpackung, auffällig, grün-schwarz, Gillette Labs. Hier sind wir. Gillette Labs. So sehen die Klingen aus, so sieht die, der Rasierer sieht so aus. Sehr auffällig. Halt eben wirklich brandneu und ja, ich falle natürlich da voll rein und kaufe mir das und will es ausprobieren. So ein kleines Gadget, auch wenn es hier gar keine Technik drin hat. Es gab auch mal was hier mit so Vibration, mit Batterien drin. Es gibt hier eine Variante mit Heizung, aber eben ich finde schon Lenkradheizung oder Griffheizung beim Motorrad. Nichts für mich. Ich nehme lieber da die hier. Ich habe die selber gekauft und man merkt beim Kaufen schon mal, ganz günstig wird der Spaß nicht. 30 Franken kostet der Rasierer selber. Und die Klingen, die kosten im Moment 35 Franken für 6 Stück. Also je nachdem 5 bis 6 Franken pro Klinge. Zum Vergleich, die alten Mach 3, die kosten, kriegt man schon für 1,60 Franken pro Klinge. Und hier 5 bis 6 Franken. Das ist halt wirklich immer so. Die neuen, vermeintlich besseren Klingen kosten massiv mehr. Und sie sind dann, ja, wollen wir mal schauen, aber ich glaube, die sind dann auch nicht kompatibel mit den alten. Schauen wir das hier beim Rasierer an. Ich nehme es mal weg. Wieder ein neues Klicksystem. Ja, nach vorne. Ich nehme mir den alten, versuche es drauf zu machen, geht natürlich nicht. Die sind zum Teil nicht kompatibel oder nicht alle miteinander, natürlich, damit man sich wieder die neuen Dinge kauft. Ups. Ja, und hier gibt es was ganz Neues, auf der Verpackung steht mit Reinigungselement. Ich dachte ja zuerst, Gillette habe endlich eine Lösung gefunden, dass man zwischen den Klingen nach dem Rasieren gut reinigen kann, aber ja, das sieht ehrlich gesagt schlecht aus. Hier haben wir weiterhin irgendein Behelfsinstrument, das putzen müssen, denn die Bartstoppeln, die bleiben hier zwischen den Klingen hängen. Wenn man das nicht sauber macht, dann gehen die viel schneller kaputt und die Rasur ist viel unangenehmer. Jetzt gibt es ein neues Reinigungselement, das ist hier vorne drauf, das reinigt aber zuerst die Haut, soll die Haut quasi schon von Partikeln oder was auch immer befreien, damit dann die Rasur besser geht und wahrscheinlich auch die Klingen ein bisschen geschont werden. Wie viel das wirklich bringt, keine Ahnung. Ich versuche zuerst mal wieder das rauf zu machen. Gar nicht so einfach. Ich mache das in Ruhe. So, jetzt habe ich es geschafft. Und dann schauen wir weiter, können wir jetzt auch weiter schaffen. Schauen, die Neuigkeit hier ist, dass sich der hier so biegen lässt. Das heißt, der Richtung anpasst, wo man dann rasiert. Und die zweite Neuigkeit ist, es gibt einen Standfuß. Sieht natürlich schon sehr schick und elegant aus. Auch das hier aus Metall, sehr hochwertig. Wirkt dann schon ein bisschen besser als der hier mit viel Plastik und Gummi dazwischen. Gut, der ist jetzt auch schon ziemlich alt, ein bisschen abgenutzt, viel gebraucht. Ja, da kann man ihn durchaus dann auch mal ersetzen. Die Frage ist natürlich, diese 5 Klingen hier, was bringt das wirklich? Ich hatte auch schon 4, 5 Klingen, bin wieder zurück auf 3 Klingen. Meiner Meinung nach, so mit den Erfahrungen mit den anderen Produkten, hat es nicht so viel gebracht. Teilweise war es sogar eher unangenehmer. Was man auch immer beachten muss bei so vielen Klingen, da muss man wirklich nur noch einmal durchziehen, nicht mehr mehrmals, wie ich das vielleicht mit dem hier mache. Ja, weil sonst die Haut dann doch sehr irritiert wird, weil ja fast doppelt so viele Klingen in einem Zug durchfahren und eigentlich auch immer alles schön rasiert wird. Auch bei der Haltbarkeit, auch wenn der massiv teurer ist, mit 5 bis 6 Franken zu 1,60 pro Klinge, ja, viel länger halten die dann auch nicht. Das ist so ein bisschen ein Irrtum oder ein Irrglaube.
oder vielleicht auch ein Marketing-Trick, dass man das Gefühl hat, das hält dann viel länger, weil es viel mehr Klingen sind. Das ist meiner Erfahrung nach nicht so. Mal schauen, wie sich das aber bewährt. Da muss ich sagen, ab zur Rasur. So, ich bin bereit. Würde sagen, legen wir los. Die eine Hälfte mache ich mit dem neuen und die andere mit dem alten Rasieren. Und dann wollen wir mal ein bisschen fühlen und schauen, wie es im Vergleich so aussieht. Ich starte mit dem neuen. Schnelldurchlauf, rasieren. So, das wäre es mit der ersten Hälfte. Gut geworden. Wollen wir nachher schauen. Das war mit dem neuen Rasierer. Jetzt nehmen wir den alten. Ich muss Ihnen sagen, beides sind brandneue Klingen, damit der Vergleich auch welche stimmt. Es geht natürlich auch viel leichter mit der ganz neuen Klinge. Das ist wahrscheinlich der beste Trick, wenn man eine beste Rasur will, eine neue Klinge nehmen. Aber eben, man will ja die auch nicht dann jeden Tag schon wechseln, sondern halt eben alle 2 Wochen oder so. Geht ja einerseits ins Geld, andererseits ist es auch sonst ein bisschen Verschwendung. Altrasierer. So, das war's schon. Ich würde sagen, machen ein bisschen sauber, ein bisschen beruhigende Creme oder beruhigendes Gel drauf und dann melde ich mich mit dem Fazit. Was ich jetzt schon sagen kann, es ist tatsächlich so, tendenziell mit dem neuen kann man einmal durchziehen und es ist alles schon so, wie es sollte, schön glatt. Mit dem hier tendenziell eher 2-mal, aber eben sind auch doppelt so viele Klingen. Beide sehr angenehm. Aber da spürt man jetzt keinen riesigen Unterschied, da irgendwie, dass der doppelt so angenehm wäre oder doppelt so gut. Aber zum Fazit kommen wir gleich. Schnell alles bereit machen. Kommen wir zum Fazit dieses kurzen Tests. Lohnt sich? Die neuen Gillette Labs Rasierer wirklich? Also beim Test, ehrlich gesagt, ich merke keinen Unterschied. Beide waren angenehm, mit dem Gillette Lab vielleicht ein bisschen schneller und ja, vielleicht war es ein bisschen sauberer zwischen den Klingen nachher, weil die enger zusammen sind als hier. Aber man muss bei beiden sowieso ein bisschen putzen, dann kommt das auch nicht sehr drauf an. Ist ein Luxus, ist ein angenehmer Luxus, fühlt sich gut an, funktioniert gut, funktioniert perfekt, aber ist ehrlich gesagt trotzdem für mich deutlich zu teuer. Ich werde es natürlich das weiter nutzen, mal schauen, was ich dann mache, wenn alle Klingen aufgebracht sind, ob ich trotzdem wieder sage, 1,60 reicht mir, ich muss nicht 5 bis 6 Franken pro Klinge ausgeben. Danke fürs Einschalten und gutes Rasieren.